Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 57, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde bezahlbarer Wohnraum in Frankfurt am Main. Das Land Hessen muss endlich seiner Verantwortung gerecht werden, Drucksache 19/6095. Und erster Redner ist Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst möchte ich Peter Faltmann herzlich gratulieren zu seinem guten Ergebnis im ersten Wahlgang bei der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Wenn in Frankfurt eine Partei eine klare Linie zur Linderung der Wohnungsknappheit fährt, dann ist es die SPD und eben nicht die CDU. So Matthias Alexander in einem Kommentar in der FAZ unter der Überschrift „Nichts verstanden in Richtung von Union und JU zum Ausgang der Oberbürgermeisterwahl“. Matthias Alexander gehört nun wahrlich nicht zu denen, die ansonsten sonderlich freundlich in unsere Richtung kommentieren. Diese Feststellung gilt nicht nur für die städtische Union, sondern auch für die hessische. Der denkwürdige Auftritt des Frankfurter CDU-Kollegen Kaspar bei der letzten wohnungspolitischen Debatte sprach dafür Bände. Ich will daran erinnern, die Halbierung von Sozialwohnungen in Hessen in den letzten 19 Jahren unter der Regierung Koch und Bouffier ist der traurige Beleg für diese Entwicklung. Und das, obwohl bezahlbarer Wohnraum die soziale Frage des nächsten Jahrzehnts ist. Bezahlbarer Wohnraum in Frankfurt am Main. Das Land muss endlich seiner Verantwortung gerecht werden. Das ist der Titel unserer Aktuellen Stunde. Die zuständige Ministerin, die die Zuständigkeit für Wohnungen nicht einmal im Titel ihres Ministeriums führen will, betont seit Monaten, dass es Flächenvergabe nach Konzept statt nach Preis geben soll. Das teilen wir. Die zuständige Ministerin, die die Zuständigkeit für Wohnen nicht einmal im Titel ihres Ministeriums führen will, betont seit Monaten, dass es kein Geldproblem gebe, sondern ein Problem mit Flächen. Auch das teilen wir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Finanzminister Thomas Schäfer und seine ehemalige Finanzstaatssekretärin Weiland setzen in Frankfurt aber das genaue Gegenteil durch und betätigen sich als Bodenspekulanten. Das Frankfurter Polizeipräsidium steht seit 2002 leer. Jetzt geht es für schlappe 212,5 Millionen € mit ein bisschen Nachschlag, wenn es schneller geht, über die Ladentheke. Der Investor erklärt am heutigen Tag, dass das Wohnen auf diesem Gelände richtig teuer werde. Jetzt redet sich die Landesregierung, wie in der letzten Woche bereits, raus, dass ja auf dem Gelände Sozialwohnungen vorgesehen sei und man das Geld, das man jetzt zusätzlich einnehme, ja auch in Zukunft für den sozialen Wohnungsbau einsetzen wolle. Ich frage, auf welchen Flächen denn, wenn das stimmt, was Sie sonst so in Hessen erzählen. Außerdem erklären Sie, dass alles mit Frankfurt abgestimmt sei. Was Sie allerdings nicht sagen, ist, dass Sie eine Konzeptvergabe kategorisch abgelehnt haben. Was Sie nicht sagen, ist, wer denn das mit den Sozialwohnungen durchgesetzt hat. Was Sie nicht sagen, ist, welche Kompensationen Sie anfangs von der Stadt Frankfurt verlangt haben, um zu akzeptieren, dass es Sozialwohnungsbau gibt. Was Sie nicht sagen, ist, dass Sie durch die Drohung mit einem B-Plan überhaupt erst zum Eingelenken gezwungen wurden. Was Sie auch nicht sagen, was nutzt denn diese Art der Vergabe, die Sie da jetzt vornehmen, für die Menschen, die knapp über Einkommensgrenzen leben und sich in Zukunft das Wohnen in diesem Bereich nicht leisten können. Was Sie nicht sagen, dass die 130 Millionen €, die wir veranschlagt haben, bereits 20 Millionen € unter den Veranschlagungen des Landes Hessen aus dem Jahr 2017 waren. Was Sie nicht sagen, was, wenn es für die 130 Millionen € vergeben worden wäre,
die wir vorgeschlagen haben, dass die Menschen 4.000 € pro Quadratmeter Wohnraum, Wohneigentum weniger bezahlen müssten als das, was jetzt kommt. Was Sie nicht sagen, ist, dass Ihre klebrigen Finger dazu führen werden, dass der Immobilienpreis auf etwa 10.000 € pro Quadratmeter veranschlagt wird, weil Sie sich durchgesetzt haben. Das wird ein echtes Schnäppchen. Was Sie nicht sagen, ist, wie sich Menschen mit normalen Einkommen und Familien solches Wohneigentum leisten sollen. Und was Sie nicht sagen, ist, dass all das Ihnen die Stadt Frankfurt vorgetragen hat, es Sie aber schlicht und einfach nicht interessiert hat. Was Sie auch nicht sagen, und damit komme ich zum Schluss, unabhängig von Ihrem Streit über die letzten Jahre mit der Stadt, Sie haben eine eigene Verantwortung für Ihr Handeln. Und Verantwortung ist übrigens nicht delegierbar, weder auf die Opposition noch auf Frankfurt. Es richtet sich an Sie selbst. Auch dafür hat, und damit will ich am Ende in der Tat noch einmal zur Oberbürgermeisterwahl zurückkommen, Frau Weiland am vergangenen Sonntag eine Klatsche erfahren. Vielleicht finden Sie ja aber ab übernächster Woche Verwendung in der neuen Stabsstelle für den ländlichen Raum in der Staatskanzlei. Sie haben eine riesige Chance verpasst. Letzter Satz. Sie haben eine riesige Herr Bauer, wissen Sie, wenn Sie meinen Maßstab wären, dann würde ja hier. Sie haben eine Riesenchance verpasst, Ihre Maßstäbe. Sie haben eine Riesenchance verpasst, Herr Boddenberg, Ihre Maßstäbe ein einziges Mal gegen sich selbst gelten zu lassen. Den Preis dafür zahlen normale Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Familien, die sich diese Immobilienpreise nicht leisten können. Herzlichen Dank. Von der Frank sieht das ja ganz locker. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde ist eine gute Gelegenheit, um zu verdeutlichen, wer beim Thema Wohnungsbauprobleme lösen will und wer lediglich Stimmung machen will. Weil, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, alles, was Sie gesagt haben über den Verkauf des Polizeipräsidiums, alten Polizeipräsidiums Frankfurt und angeblich nicht sachgerechte Motive, war schlicht und ergreifend die Unwahrheit und falsch. Alle Vorgaben der Stadt, vertreten durch den SPD-Planungsdezernenten, wurden beim Verkauf berücksichtigt. Es findet ein erheblicher Anteil Wohnungsbau statt. Es findet 30% geförderter Wohnungsbau statt. Es wird die von der Stadt dringend gewünschte Kita gebaut. Es wird die Turnhalle für die Schule gebaut. Alles, was die Stadt vertreten durch den SPD-Planungsdezernenten gefordert hat, wird realisiert, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Und das Schlimme daran ist, Sie wissen das alles. Sie wissen das alles und behaupten hier trotzdem das glatte Gegenteil. Weil Sie wollen mit dem Thema Stimmung machen, aber Sie wollen keine Probleme lösen. Und darf ich einmal daran erinnern, dass die einzigen, die auf den Verkaufserlös aus diesem alten Polizeipräsidium spekuliert haben, die hessische SPD war. Die hessische SPD. Die hessische SPD ist die einzige Kraft in diesem Landtag, die die Einnahmen aus dem Verkauf des Polizeipräsidiums schon ausgegeben hatte, bevor sie überhaupt realisiert waren. Überhaupt realisiert waren.
Landtagsdrucksache 19/5903. Die SPD hatte 130 Millionen € einkalkuliert aus dem Verkauf, um die Haushaltslöcher zu stopfen, die Sie selbst mit Ihren Milliardenforderungen geschaffen haben. Die Einzigen, die mit diesem Immobilie spekuliert hat, war die Hessen-SPD. Die Einzige, die mit dieser Immobilie spekuliert hat. Sie wollten mit diesen 130 Millionen € Ihre Forderungen finanzieren. Diese Landesregierung nimmt den Verkaufserlös für Wohnungsbau und für Bildung. Wer kümmert sich jetzt hier also um die Lösung der Probleme, und wer will Stimmung machen, meine Damen und Herren? Wir verwenden das Geld aus dem Verkaufserlös für Wohnung und für Bildung. Sie wollten es zum Stopfen von Haushaltslöchern verwenden. Sie haben spekuliert, und Sie haben sich verspekuliert, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Ich muss mal sagen, wenn wir über Wohnungspolitik reden, mir wird, meine Damen und Herren, Angst und Bange, wenn ich lese, was die SPD beim Thema Wohnungsbau vorhat. Die Generalsekretärin der SPD hat bei der Vorstellung des Wahlprogramms der SPD zum Thema Wohnen gesagt, die hessische SPD wolle eine Politik aus Glas, Beton und Stahl. Meine Damen und Herren, nicht nur mich erinnert das an die sozialdemokratische Wohnungsbaupolitik der 70er Jahre. Eine Politik aus Glas, Beton und Stahl, wo man nicht nach dem sozialen Zusammenhalt im Quartier gefragt hat, wo man nicht nach Lebensqualität gefragt hat, wo man nicht nach Natur- und Erholungsflächen gefragt hat, sondern wo man einfach gebaut hat und die sozialen Probleme, die wir teilweise heute in Hessen haben, erst geschaffen hat in den Wohnquartieren. So eine Politik wollen wir nicht. Wir wollen keine Wohnungsbaupolitik mit Glas, Beton und Stahl, sondern wir wollen uns um den sozialen Zusammenhalt kümmern in unserem Land. Und wenn wir das so machen, so wie Sie es vorschlagen, eine Politik aus Glas, Beton und Stahl, dann lösen Sie kein einziges Problem, sondern Sie schaffen die sozialen Probleme von morgen. Und das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, wir wollen jetzt bitte dem Redner zuhören. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die SPD hat eine Aktuelle Stunde aufgerufen, bezahlbarer Wohnraum in Frankfurt am Main. Und ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, weil es eine Herausforderung ist, die wir haben. Es ist außerordentlich wichtig, dass die Menschen, die in Frankfurt leben wollen, leben müssen, weil sie z.B. dort ihren Arbeitsplatz haben, eine angemessene Wohnung finden. Und wir haben leider die Entwicklung in den letzten Jahren, dass die Preise sich nach oben entwickelt haben, sowohl die Eigentumswohnungspreise als auch die Mietpreise, sodass es zunehmend schwer ist für Menschen, die geringe Einkünfte haben, auf Wohnraum zu treffen, den sie selbst bezahlen können. Deswegen gibt es einen erheblichen Handlungsbedarf, dort etwas zu tun. Und ich hatte die Hoffnung, nachdem Sie den Punkt hier aufgerufen haben, Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie uns dann ein paar Konzepte dazu vorlegen, was Sie denn tun wollen. Stattdessen haben Sie schon mit Ihrem ersten Satz und mit Ihrem Schlusstext gezeigt, dass es Ihnen überhaupt nicht um die Menschen geht, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, sondern es geht Ihnen plump um OB-Wahlkampf in Frankfurt. Das ist Ihre Masche.
Und wenn Sie bitte, Herr Weiß, was war das für ein Zwischenruf? Na, ich hoffe, dass Sie das letzte Mal zugehört haben. Dann wissen Sie sicherlich mehr. Das würde mich freuen, wenn das bei Ihnen auf guten Boden, auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Wenn nicht, kann ich es Ihnen gerne noch einmal im Detail erklären. Meine Damen und Herren, klar ist eins, dass es diesen Handlungsbedarf gibt. Deswegen hat ja auch diese Landesregierung mit den Regierungskoalitionsparteien und Fraktionen hier zusammen vieles auf den Weg gebracht, 1,6 Milliarden € an Fördermaßnahmen, um diesen Wohnraum zu erstellen, um dafür zu sorgen, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum für Geringverdiener auch im Ballungsraum bekommen. Aber wir alle wissen, 1,6 Milliarden €, Herr Schmidt, genau. Aber wir alle wissen, dass der Engpass, den wir im Ballungsraum haben, um dort die Gebäude zu errichten, das Bauland ist. Und hier sind die Kommunen gefordert, dass sie mehr Bauland ausweisen. Erst dann können wir der Sache abhelfen. Und wenn Sie jetzt das Polizeipräsidium anführen, dann ist Ihnen ja auch bekannt, dass die Frage, was auf dem Areal gebaut wird, ganz bestimmt nicht das Land Hessen entscheidet und noch nicht einmal der Käufer alleine entscheiden kann, sondern er muss das auf dem Grundstück versuchen zu realisieren, was die Stadt Frankfurt ihm vorgibt, und zwar in Form eines rechtskräftigen Bebauungsplans. Das schließt nicht aus, dass der zukünftige Eigentümer und die Stadt Frankfurt Abweichungen von diesem Bebauungsplan vereinbaren. Aber es ist zunächst einmal nicht Sache des Landes, zu sagen, was auf diesem Grundstück dort errichtet werden kann. Deswegen richten Sie auch diese Angriffe an die völlig falsche Stelle. In Frankfurt läuft ja einer rum seit 6 Jahren, der erzählt etwas von Bauen, Bauen, Bauen. Ein gewisser Herr Feldmann, den Sie ja hier zitiert haben. Der hätte ja mal in den 6 Jahren sich dafür einsetzen können, den Bebauungsplan an dieser Stelle zu ändern. Aber wie Sie wissen, hat es diese Änderung nicht gegeben. Und dass Sie nun dem Grundstückseigentümer, dem bisherigen, der dieses Grundstück verkauft, dass Sie dem nun sagen, er müsse darüber befinden, was der spätere Erwerber darauf macht, das ist doch ziemlich absurd. Sie kennen doch die Rechtslage. Das wird nun einmal vorgegeben durch einen Bebauungsplan. Und den Bebauungsplan macht nun einmal nicht das Land Hessen, sondern die Stadt Frankfurt. Also insoweit ein bisschen mehr sich mit der Materie zu beschäftigen, Herr Schäfer-Gümbel. Und Sie hätten sich diese Rede in der Form hier sparen können. Uns geht es darum, den Menschen, die Wohnraum brauchen, zu unterstützen, dass sie bezahlbaren Wohnraum finden, dass sie angemessen wohnen können. Wir haben hier sehr viele Programme auf den Weg gebracht, die auch wirken. Aber dieser plumpe OB-Wahlkampf, den Sie von dem Pult hier versucht haben, der passt nicht zum Pult, und der passt auch eigentlich nicht zu Ihnen. Das kann eigentlich nur eine Entgleisung gewesen sein, was Sie hier heute abgeliefert haben. Das war doch ein Kompliment. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich wusste ja, dass die Situation auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt schlimm ist. Aber im Oberbürgermeisterwahlkampf habe ich vieles gesehen und gehört, was meine Befürchtungen noch übertroffen hat. Mieter berichten von drastischen Mieterhöhungen, von Kernsanierungen in bewohnten Häusern, von Schikanen und Versuchen, Häuser aufzukaufen und zu entmieten, um sie in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Ganze Viertel werden gentrifiziert, Mieterrechte mit Füßen getreten. Dass mit Mieterinnen und Mietern so umgegangen werden kann, ist nur möglich, weil in Frankfurt ein solcher Mangel an bezahlbarem Wohnraum herrscht, meine Damen und Herren. Und das Land Hessen verschlimmert die Situation auch noch, weil es sich verhält wie ein Spekulant und die Preise in die Höhe treibt.
Gestern wurde der Verkauf des ehemaligen Frankfurter Polizeipräsidiums bekanntgegeben. Das Gelände gehört dem Land, steht seit 15 Jahren leer, 15.000 Quadratmeter in Innenstadtlage. Das Polizeipräsidium wurde auf einen Wert von 70 bis 80 Millionen € geschätzt. Verkauft wird es jetzt für 212 Millionen € an einen privaten Investor mit dem größtmöglichen Gewinn. So heizt man Spekulation an. Frankfurts größter Spekulant, das ist derzeit das Land, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie, wieso hat man denn das Gelände nicht genutzt, damit die Nassauische Heimstätte dort bezahlbare Wohnungen baut? Sie ignorieren einmal mehr den dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Auf dem Gelände werden wieder größtenteils Büroräume, Hotels und Luxuswohnungen entstehen. Dabei haben wir einen Leerstand von über 1 Million Quadratmeter Büroflächen in Frankfurt. Und von den 40% Wohnbebauung auf dem Gelände sollen nur 30% geförderte Wohnungen sein. Das sind gerade einmal 150 Wohnungen auf 100.000 Quadratmetern Geschossfläche, die aber dann auch nach 15 Jahren aus der Sozialbindung fallen. Und wie teuer die frei finanzierten Wohnungen werden, das ist doch bei dem horrenden Kaufpreis klar. Um den Kaufpreis wieder reinzukriegen, wird der Investor horrende Quadratmeterpreise von weit über 10.000 € verlangen. Und deshalb, was das Land hier macht, ist absolut inakzeptabel, meine Damen und Herren. Die für den Wohnungsbau zuständige Ministerin, Frau Hinz, hat die Allianz für Wohnen in Hessen ins Leben gerufen und hat eine Broschüre veröffentlicht mit Vorschlägen, wie mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, herausgegeben vom Ministerium wohlgemerkt. Darin enthalten sind Handlungsempfehlungen an die Kommunen. Und auf Seite 14 dieser Broschüre heißt das, ich zitiere das, in der kommunalen Praxis herrscht vielfach noch die Grundstücksvergabe nach Höchstpreis vor. Dies geht häufig zulasten der Qualität von Wohnprojekten. Die Kommunen sollen daher verstärkt über die Prinzipien der Konzeptvergabe aufgeklärt werden. Ich finde, da könnte die Ministerin mal direkt beim Finanzminister anfangen mit der Aufklärung, meine Damen und Herren. Sie empfehlen den Kommunen, dass sie Grundstücke zu einem festen Grundstückspreis vergeben sollen. Entscheiden sollen Kriterien wie Wohnqualität und soziale Mischung sein und nicht der höchste Preis. Zitat: Auf Seiten der Kommunen sollen Konzeptvergaben anstelle von Höchstpreisvergaben gängige Praxis werden. Das empfiehlt die Landesregierung in dieser Broschüre den Kommunen und treibt dann bei den eigenen Grundstücksverkäufen die Preise in die Höhe. Und freundlich wie ich bin, habe ich dem Finanzminister die Broschüre ausgedruckt. Vielleicht könnte die Landesregierung mal selber anfangen, ihre eigenen Handlungsempfehlungen umzusetzen, meine Damen und Herren. Und die Geschichte des Polizeipräsidiums zeigt doch, wie irre die Entwicklung der Bodenpreise ist. Ein Grundstück, das 15 Jahre lang einfach nur leer steht, verdreifacht seinen Marktpreis. Und das fatale Signal ist, Leerstand lohnt sich. Und deshalb ist es dringend notwendig, dass diese Bodenwertsteigerung abgeschöpft und damit eingedampft werden, meine Damen und Herren. Und jetzt erzählen Sie, Sie wollen von dem Erlös des Verkaufs unter anderem in Sozialwohnungen investieren. Jedes Mal, wenn wir mehr Geld für Sozialwohnungen hier im Landtag fordern, erklärt uns die zuständige Ministerin, Geld ist doch überhaupt nicht das Problem, uns fehlen die Flächen. Und jetzt verkaufen Sie 15.000 Quadratmeter Fläche in der Innenstadt, angeblich, um mit dem Geld Wohnungen zu bauen, für das Sie angeblich keine Flächen haben. Das ist doch ein schlechter Witz, was Sie hier erzählen. Unter den CDU-geführten Landesregierungen hat sich die Zahl der Sozialwohnungen halbiert. Immer jedes Jahr fallen mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als neue entstehen. Das Land muss die Politik ändern, aber auch die Stadt muss die Politik ändern. Und die Stadt Frankfurt muss dafür sorgen, dass die ABG endlich mehr bezahlbaren Wohnraum schafft, statt selber in hochpreisige Segmente zu gehen. Das ist ihre Aufgabe. Und stattdessen rühmt sich die Stadtregierung noch damit, dass der Frankfurter Immobilienmarkt einen guten Ruf als sichere Geldanlage hat. Auch hier brauchen wir dringend eine Änderung, wenn 47% der Frankfurter ihrem Einkommen nach Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Meine Damen und Herren. Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Es gibt in Frankfurt viele Aktive und Mieterinitiativen, die sich wehren. Mieterschutzbund, die NBO, die ABG-Kampagne, die Mieter im Brentano-Hochhaus, der Knorrstraße und viele, viele andere. Wir stehen an Ihrer Seite, weil statt Investoren den roten Teppich auszurollen, müssen die Mieterinnen und Mieter gestärkt werden, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächster spricht Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das erste vorab, weil wir das jetzt hier schon öfters gehört haben, da hieß es eben, da läuft einer rum in Frankfurt, ein gewisser Herr Feldmann. Also ich möchte mal sagen für die FDP-Fraktion, man kann unterschiedlicher Auffassung sein zu jemandem, was einer politisch vertritt, aber es ist der direkt gewählte Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt und das sollte man auch respektieren. Und da nicht solch einen Unterton reinbringen. Ich glaube, das ist Anstand gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Das möchte ich auch für jeden hier im Hause von uns sagen. Meine Damen und Herren, es war hier viel, es war hier eine ganze Menge die Rede von dem Polizeipräsidium in Frankfurt und Konzeptvergabe oder nicht Konzeptvergabe. Meine Damen und Herren, in der Tat, ich hätte mir das auch gewünscht, dass man hier eher zu dem Instrument der Konzeptvergabe, weil es beispielhaft gewesen wäre, gegriffen hätte. Das hätte Beispiele für andere gegeben. Ich kann aber auch feststellen, dass sicherlich auch durch die politische Diskussion, die nicht zuletzt der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt angestoßen hat, am Ende eine Durchmischung herausgekommen ist, dass Sozialwohnungen zumindest noch möglich gemacht worden sind auf dem Areal. Keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit bei der Lage. Aber der Finanzminister hat ja gesagt, dass er die Gelder aus den Erlösen dann jetzt für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen will, für den geförderten Wohnungsbau. Da muss man natürlich jetzt aber mal sagen, wie soll denn das passieren? Herr Finanzminister, es reicht natürlich nicht aus, dass Sie das einfach mal so in den Raum stellen. Was wollen Sie denn konkret damit machen? Sie könnten das Sondervermögen bei der WI-Bank aufstocken. Sie könnten versuchen, konzeptionell mit dem Geld zu arbeiten. Aber solange Sie diese Frage nicht auch wirklich dahingehend beantworten, weil Staatsministerin Hinz sagt ja immer, am Geld liegt es nicht. Also diesen Widerspruch, ich nehme jetzt die Verkaufserlöse, stecke sie in den Wohnungsbau, aber am Geld liegt es dann offenbar nicht, dann müssen Sie diesen Widerspruch hier als Landesregierung zumindest mal versuchen aufzulösen. Meine Damen und Herren, also zumindest diejenigen, die sich jetzt schon etwas länger mit der Baupolitik auseinandersetzen. Bei dem Herrn Wagner hatte ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, weil er dann reflektiert hat, Glas, Bau, Stahl, Herr Wagner, das gehört zum Bauen halt dazu. Ich hätte das ergänzt, um den Rohstoff Holz. Aber zu reflektieren, dass das eine Baupolitik der 70er Jahre wäre, man muss ganz ehrlich sagen, dann haben Sie aber die Diskussionen in den letzten Jahren in der Baupolitik wirklich nicht verfolgt. Nicht verfolgt. Nicht verfolgt. Sie können den Beweis ja antreten in der Hessischen Bauordnung. Wir werden zum Thema Rohstoff Holz einen Änderungsantrag einbringen. Wenn Sie dann der Meinung sind, es gehört mehr dazu, können Sie diesem Änderungsantrag hier beitreten. Da haben wir überhaupt nichts dagegen. Meine Damen und Herren, in Kürze der Zeit, wenn es darum geht, dass wir wirklich das Problem günstigen Wohnraum in Hessen angehen wollen, dann müssen wir nach unserer Auffassung an zwei Baustellen angreifen. Das ist zum einen das Angebot verbreitern. Dann dürfen wir möglichen Investoren, und da gehören vor allen Dingen auch die Privaten dazu. Das sind nicht nur die öffentlichen Wohnungsbaugenossenschaften, da gehören die Privaten dazu, sonst werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Dann dürfen Sie diesen Investoren nicht permanent das Leben schwer machen, sondern Sie müssen Investitionen erleichtern, damit mehr gebaut wird. Und da haben die Sozialdemokraten recht. Bauen, 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 und da gehört Stahl, Beton, Glas, Holz gehört dazu. Sie müssen das Angebot verbreiten. Und die andere Geschichte ist, Sie müssen einmal versuchen, die Baukosten in den Griff zu bekommen, die Standards zu senken.
damit sich niedrige Baukosten am Ende auch in einem niedrigen Mietzins widerspiegeln können. Auch da ist die Landesregierung bisher jegliche Initiative wirklich ausgeblieben. Es gibt aus Die ehemalige Bundesbauministerin hat ja einen großen Katalog vorgelegt, wie man Baukosten senken kann. Meine Damen und Herren, das könnten Sie umsetzen in der Hessischen Bauordnung. Auch da fehlt jegliche Initiative. Also alles das, was die GRÜNEN und die CDU hier veranstalten, das hört sich nett an. Das ist vielfach. Aber dann bleibt es in guten Willensbekenntnissen bleibt es stecken. Das, was wir wirklich brauchen, wäre eine liberale und eine an der Wirtschaft orientierte und an den Menschen orientierte Wohnungsbaupolitik. Da fehlen von Ihnen jegliche Akzente. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Staatsministerin Hinz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wohnungsdruck gibt es in ganz Südhessen und darüber hinaus in weiteren Hochschulstädten Hessens. Aber in Frankfurt ist die Oberbürgermeisterwahl, und deswegen will die SPD über Frankfurt alleine reden. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Und Sie sind ganz schnell, Herr Schäfer-Gümbel, beim alten Polizeipräsidium gelandet. Also, Sie wissen, dass bis vor Kurzem Veränderungssperre auf diesem Gebiet lag, gar nicht gebaut werden konnte. Frau Kollegin Wissler, Sie müssten das eigentlich auch wissen. Und umgesetzt wird das, was der Planungsdezernent Mike Josef eins zu eins vom Land erwartet auf diesem Gelände. Warum ist das auf einmal falsch, meine Damen und Herren? Alle Wünsche der Stadt werden erfüllt. Sie will 40% Wohnfläche, wird erfüllt. Die Stadt will davon 30% geförderten Wohnraum. Die Stadt will 30% geförderten Wohnraum, erfüllt. Die Stadt will eine Turnhalle, erfüllt. Die Stadt will eine Kita, erfüllt. Meine Damen und Herren, warum ist heute auf einmal falsch, was die Stadt Frankfurt haben will, frage ich Sie. Ich bedanke mich bei Mike Josef, bei dem Planungsdezernenten, für die gute Kooperation in dieser Frage. Ich wundere mich allerdings, warum der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt anscheinend keine Ahnung davon hat, was sein Planungsdezernent mit dem Land verhandelt. Hat er keine Zeit, sich um solch wichtige Fragen zu kümmern? Hat er etwa keine Zeit dafür? Und Herr Schäfer-Gümbel, vielleicht fragen Sie den Oberbürgermeister von Frankfurt einmal. Er ist der Aufsichtsratsvorsitzende eines großen Frankfurter Unternehmens. Inwieweit dieses Frankfurter Unternehmen eigentlich mitgeboten hat im Wettbewerb, das könnte Sie vielleicht interessieren, meine Damen und Herren. Und zwar sehr engagiert, sehr engagiert. Und die SPD-Fraktion im Land. Die SPD-Fraktion im Land hat 130 Millionen € aus dem Verkauf des alten Polizeipräsidiums in den Haushaltsberatungen eingestellt für die Deckung von allerlei Vorstellungen der SPD. Wir werden den Erlös, die Hessische Landesregierung wird den Erlös investieren in Wohnungsbauinvestitionen und in Bildung und Wissenschaft, meine Damen und Herren. Und Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Die Einnahmen der Stadt Frankfurt zugutekommen. Das ist redliche Politik, und das ist mehr als populistische Sprüche, die wir von Ihnen immer hören.
dann war die SPD-Fraktion im Frankfurter Römer. Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich will jetzt weitermachen. Die SPD-Fraktion war im Frankfurter Römer und hat eine Landtagsfraktionssitzung gemacht und haben da verkündet, es muss ein Mietenstopp bei der Nassauischen Heimstätte her, wie bei der ABG. Also, weil Mietenstopp ist jetzt ganz toll und die ABG ist so viel sozialer als die Nassauische Heimstätte. Und da will ich Ihnen mal was sagen. Dann will ich Ihnen mal, das suggeriert, die ABG wäre sehr viel sozialer als die Nassauische Heimstätte. Und ich will Ihnen einmal sagen, die durchschnittlichen Mieten der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt sind um 1,25 Euro günstiger pro Quadratmeter als die bei der ABG. Das macht bei einer Wohnfläche von 65 Quadratmetern 1.000 € im Jahr aus. So viel günstiger ist die Nassauische Heimstätte. Wenn die ABG, und Sie können sich ja dafür einsetzen über die SPD auch in Frankfurt, wenn die ABG mal so günstig ist wie die Nassauische Heimstätte in Frankfurt, können wir über die weiteren Fragen der Miethöhe gerne miteinander reden, meine Damen und Herren. Frau Staatsministerin, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Ja. Noch ein ganz kurzer Satz. Wir haben in den letzten beiden Jahren fast 1.000 Plätze für Studierende in Frankfurt gefördert, 1.000 Wohnungen in Frankfurt gefördert. Wir haben es geschafft, dass wir den Wohnungsmarkt für Belegungsbindung in Frankfurt stabilisiert haben. Wir werden weiter daran arbeiten. Das ist uns wichtiger, als populistische Sprüche zu machen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 57 abgehalten. Ich würde gerne auch einmal zu Wort kommen, Kolleginnen und Kollegen. Also.